Freund. Helfer. Peng, peng. Das ist eine einmalige Sache, Kuhn. Ab morgen sind wir wieder Feinde. Unsere Meinungsverschiedenheiten sind gerade nicht wichtig. Schwarze Leben sind wichtig. Ja, du spast. Du bist hier der Spast, Moskito. Los, mach das Tor auf! Wow, das ist aber echt unheimlich. Es geht nur noch nach unten weiter. Ich habe hier ein ganz mieses Gefühl. Leute, wenn das noch länger dauert, bräuchte ich mal eine kleine Snackpause. Hä? Was war das? Hallo? Hallo, ist da jemand? Nein, da ist wohl niemand. Sonst hätte ja jemand geantwortet. Na gut. Wir sind ganz allein, Miezi. Hier erwischt uns keiner. Komm, her mit dem geilen Zeug. Hey, lass das! Halt! Still! Oh, verflixt, die Katze ist abgehauen. Ich sehe überhaupt nichts hier drin. Klingt, als wäre die Katze mit den giftigen Chemikalien in Kontakt gekommen. Mist, das ist nicht gut. Ich hoffe, was da gerade auf dem Boden gelandet ist, sind nicht besagte giftige Chemikalien. Oh nein, ich glaube, das waren sie doch. Verflucht! Wenn sie sich vermischen, werden sie zu einem Gas, das mich innerhalb von Sekunden töten wird. Verdammt, da kommt das Gas. Ja, ich bin definitiv am Sterben. Achtung, Vergiftungsgefahr. Oh, Gott sei Dank, das Gas wird wohl durch die Lüftung rausgesaugt. Ich sterbe doch nicht. So, wo ist diese verdammte Katze? Oh nein, ich glaube, die Katze ist gerade in die Lüftung gesprungen und blockiert sie. Das Gas sammelt sich wieder im Raum und tötet mich wieder. Ich sterb wohl doch. Das hat sich nach der Brandschutztür angehört. Ja, sie ist zugefallen. Ich bin hier drin gefangen. Ich muss nur den Türgriff ertasten. Da, da ist er. Ja, ich bin gerettet. Oh verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Ich sitze hier drin fest. Jemand muss mir helfen. Das Gas bringt mich um. Ich sterbe dieses Mal wirklich, ernsthaft. Ich spüre, wie ich sterbe. Es ist wahnsinnig schmerzhaft. Hilfe! Wenn mich irgendjemand hört, bitte helft mir. Holt mich hier raus. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich... Sekunde. Ich glaube, ich habe den Lichtschalter gefunden. Bei dem letzten Atemzug mache ich das Licht an. Achtung, Vergiftungsgefahr. Oh Mann, das war's doch hoffentlich nicht alles du, oder? Komm her, kleiner Kai. Lüftung
Juhu! Okay, ich mache jetzt einen Abgang. Chat hat, was du brauchst. Achtung, Vergiftungsgefahr. Geht doch! Umweltkontaminierung wurde verhindert. Gefahr neutralisiert. Gefunden? Weg! Aus dem Weg! Ja! Eins an Detektivarbeit von der Arsch! Los, mach das Tor auf! Es geht nur noch nach unten weiter. Ja, ja, Shub-Niggurath. Schwarze Ziege der Wälder. Gesegnet seien wir, deine treuen Diener, Vernichter des Lichts. Ja, ja, Shub-Niggurath. Schwarze Ziege mit den 1000 Jungen. Hol den Mond vom Himmel und lass die Sonne erlöschen. Okay, ab mit ihm. Nein! Sir? Hä? Oh, na klar. Nur weil wir Bullen Afroamerikaner an eine Ziegengöttin verfüttern, sind wir gleich Rassisten. Shub-Niggurath gehört zu den äußeren Göttern und muss besänftigt werden. Ihre Ankunft wurde vom großen H.P. Lovecraft vorhergesagt. Aber wahrscheinlich war H.P. Lovecraft auch ein Rassist. Oh, fuck, war er echt? Wie rassistisch? Richtig übel? Yo, da sind ja meine Homies. Holt mich raus, diese Nigger sind total cray-cray. Schluss damit! Gut, Kids, ihr wollt kämpfen? Na dann los! Wir müssen sie retten! Okay, gebt ihr noch mehr? Oh, verfickte Scheiße! Au! Oh, Scheiße! Nein! Die Übermutter kann weißes Fleisch nicht ausstehen! Leute, ich glaube, wir müssen hier weg! Die Übermutter verlangt schwarzes Fleisch! Oh, gleich knallt es! Ihr Raudis habt keinen Respekt vor dem Gesetz. Zeigt keine Schwäche. Vielleicht nächstes Mal. Todesschrauber! Die gehören meinem Dad, ich brauche sie also zurück. Du bist dran, Neuer. Ich mag, wie du Chaos stiftest. Hier kommt Mysterion. Angriff aus dem Hinterhalt. Au! Oh! Halten sich deine Kräfte eigentlich ans Gesetz? Nicht mal an die Naturgesetze. Oh! Du hast deine Leidenschaft zum Beruf gemacht, Professor. Das bewundere ich. So eine Scheiße!
Euer Tod wird Schub-Nigorat ergötzen. Au! Chaos ging schon besser. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Sieh! Au! Ich hoffe, du hast eine Schutzbrille. Los, Mundarsch! Ja, ja. Verschone deine Diener und geißle deine Feinde. Oh, diese ätzende Bitch hat gerade ein scheiß Ei gelegt. Los geht's. Deine Eltern sind bestimmt stolz auf dich. Ich werde nicht wanken, oh mächtige Schub-Nigorat! Mächtige Schub-Nigorat, Übermutter mit den 1000 Jungen. Wir werden das Problem schon irgendwie lösen. Oh, mein Glaube wird mich warm halten. Aussetzen! Scheiße! So ein kleines Höllenfeuer wäre jetzt gar nicht schlecht. Das ist mein Wunderarsch. Sekunde, das klang falsch. Der Ketzer hat mich verflucht! Du hast die Welt besser gemacht für das Chaos!
Wollen wir später noch einen heben und vielleicht das Spiel schauen? Wollte ich da. Keine Bewegung! Nein! Ihr werdet der Ziege mit den 1000 Jungen nichts antun! Ich beschütze dich, meine Königin! Leute, ich glaube, wir müssen hier weg! Für Valhalla! Bomben los! Scheiße! Das merke ich mir. Echt gut gemacht! Es ist soweit! Hey Leute, zieht den Mond und die Sonne schon mal um. Ohne mich. Sorry wegen des Zugs. Bald werden wir alle in ewiger Kälte gefangen sein! Hey! Es hieß, ich würde keinen Schmerz spüren! Von wegen! Das muss wehgetan haben. Das ist religiöse Diskriminierung. Keine Bewegung! Ihr werdet gleich von der Ziege in den Arsch gefickt. Mach das nicht nochmal. Knie nieder vor Schub-Nigorath!
So bewegen zu können, wenn mein Dad mal wieder austickt. Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Los! Jetzt kriegst du es mit mir zu tun. Kacke! Ich warte auf Befehle aus der Finsternis. Den Lakaien wohl geht. Ich hatte schon Angst, ich krieg Hausarrest, wenn ich zu lang K.O. bin. Daraus befiehlt, erhebe dich! Toolshed ist wieder da! Schon Pause? Ich darf nie mit Netzwerkzeugen spielen! Dein Schrecken hat erst begonnen! Die Finsternis labt sich an Missetätern. Oh, dafür wirst du noch bezahlen. Chaos wird ewig! Leute, wollt ihr meinen Hammer des Chaos sehen? Der ist cool! Scheiß Art zu sterben. Kuhn-Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben Scrambles. Scrambles? Unfassbar, dass ihr kleinen Scheißer das wirklich geschafft habt. Danke, endlich ist man in diesem Dreckskaff wieder sicher. Gern geschehen. Wer bist du? Oh mein Gott, Leute, wir haben 100 Mäuse als Startkapital für unser Franchise. Fucking Kuhn and Friends. Scheiße geil, Leute. Wir haben es geschafft. Das war richtig geil. $100 Belohnung, wir kommen. Hey, Moment mal. Was soll das? Wo wollt ihr mit der Katze hin? Oh, ja, sorry, Freedom Pals. Es gibt gewisse Infos, die wir nicht mit euch teilen können. Ist geheim, wisst ihr? Wir wurden reingelegt. Ah, fuck. Wunderarsch hat uns getäuscht. Sich uns anzuschließen war nur eine Kriegslist. Was?
Ja, Wunderarsch hat euch echt an der Nase rumgeführt, sorry. Sie sind uns zum Revier gefolgt und wollen jetzt die $100 Belohnung für die vermisste Katze. Tja, im Krieg ist alles erlaubt, Freedom Pussies. Freedom Pussies. Ihr Wichser, wir haben den üblen Plan der Polizei durchkreuzt, also haben wir die Belohnung verdient. Ach ja? Dann nehmt sie uns doch weg. Machen wir. Civil War 3 könnt ihr haben. Das war's neu. Wir reißen dich in Stücke. Nein, Mysterion. Wir kämpfen nicht gegen Super Arsch, sondern die. Okay, Neuer, Zeit zu sterben. Schnappen wir uns das Schwein. Ich mach sie fertig. Haha, mein treuer Helm schützt mich vor deinen mentalen Kräften. Aber warum wurde mein Gehirn dann nicht gehackt? Dr. Timothy kann nur eine gewisse Anzahl von Gehirnen gleichzeitig kontrollieren. Oh, das tut weh. Los, mach dir Exau fertig. Wieso habt ihr mich übersprungen? Das gibt Rache! Na, Arsch, gib ihn Saures! Au! Zerklatscht! Timmy, hör auf, mein Gehirn zu vergewaltigen! Wunderarsch, zeigen wir es ihm! Der Doktor hat mein Gehirn infiziert, aber jetzt bin ich wieder da und bereit zum Saugen. Schwerer zur Action! Frissen und weg! Du weißt, dass die meisten Mädchen nicht auf so Ekelkram stehen. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Geschmort. Mein Hammer wird meine Gegner ins Chaos hämmern. Meine ultimative Form ist ein ganz schöner Schrank. Ich kann euch ja mal gegenseitig vorstellen. Oh Mann, war das abgefahren. Gar nicht cool, Timothy. Ich bin jetzt wieder beim Team Wunderarsch. Schnell für dich, was? Moskito auf Blutjagd! Zika-Infekt! Ich fand Moskitos schon immer cool. Wer will verstümmelt werden? Ja, das Immun. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Du wirst mich hassen. Ich hoffe, du hast jetzt was über offene WLAN. Raus aus meinem Kopf, Dr. Timothy! Ich bin bei dir, Wunderarsch! Ich bin so sauer auf dich, Furzlord! Gut gekämpft. Dann müssen wir das wohl auf die altmodische Art lösen. Du hast eine Menge Gehirne gefickt, Dr. Timothy. Jetzt büßt du. Ich bin drin. Okay. Als wäre mein Exoskelett mit Adamantium beschichtet.
Du schaffst das! Cartman ist kein Teamspieler. Ja. Du haust dir echt voll auf die Kacke. Ich bin jetzt bei den Guten, ihr Bösen. Aber Diabetes ist zäh. Gib Dr. Timothy eins auf den Schwanz. Können wir das vielleicht mal hinter uns bringen? Als ob du was Besseres vorhättest. Megafaustschlag. Der Captain kapituliert? Ernsthaft? Warum können wir nicht alle wieder Freunde sein? Dann mal los. Oh yeah. Das macht Captain Diabetes mit Leuten, die ihm zu nahe kommen. Rache war schon immer mein Ding. Was? Der Kuhn kann nicht sterben. Juckreiz für alle! Der will was von mir. Hey, ja! Ha! Lächeln! Ja. Schön ins Licht gehen, Troll. Timmy, Timmy! Macht euch auf Schmerz gefasst! Für Chaos! Wow, jetzt sind nicht nur ihre Frisuren im Arsch! Bringen wir es hinter uns! Megafaust, Pacharoo! Du hast ihre Schwachstelle getroffen, Super Craig! Du meinst ihren Körper? Der war gut! Diabetes ist kampfbereit. Ich hörte nicht mal eine Zitronella-Kerze. Du solltest dein Mundrohrdings ab und zu echt mal desinfizieren. Call Girl macht jetzt einen Hausbesuch. Hey, ja! Ha! Sag Gerechtigkeit! Ach, Kacke! Oh, ich kämpfe da mal ein Weilchen für den Feind. Ein frischer Wind zieht auf. Was für eine hübsche Lightshow. Jetzt gibt's maximales Chaos. Oh oh, das ist übel. Zeig ihnen, was du drauf hast. Lass dich nicht von Cartman täuschen! Oh, wie der Wichser abgeht! Diabetes-Time! Gleich kommt der Schwarm! Internetkonten hochjagen. Wow, das war ein geiler Kampf, Leute. Oh, was ist passiert? Wieso blute ich an der Lippe? Wo zum Arsch ist Classy hin? Dr. Timothy! Du verdammtes Monster! Er wollte uns nur helfen!
Mann, Miss Tyrion ist echt sauer auf dich. Ihr habt diesen Krieg angezettelt, nicht wir! Ihr kapiert das einfach nicht. Dr. Timothy hat versucht, uns alle zu retten. Freedom Pals und Kuhn-Freunde. Was? Ruhig, Doc. Du hast ganz schön eingesteckt. Wow, das ist euer Stützpunkt. Wirklich der Wahnsinn. Hier ist es ja richtig cool. Das Kuhn-Versteck hat aber auch viele coole Sachen. Aber nicht schlecht hier. Dr. Timothy war nie euer Feind. Er hat versucht, uns allen zu helfen. Aber wie? Hiermit. Oh mein Gott. Er hat es entschlüsselt. Es war sein Lebenswerk. Er hat sein Herzblut dafür gegeben. Ein komplett ausgeglichener Franchise-Plan. Jeder hat seinen eigenen Film und seine eigene Serie. Alle sind rechnerisch gleichwertig. Jesus, das ist unglaublich. Timothy hat sich daran beinahe zu Tode gearbeitet. Während wir also versucht haben, euch eins auszuwischen, hat Timmy versucht, uns zusammenzubringen. Ja, und dann hat Wunderarsch ihn fast umgebracht. Ist halt echt ein Arschloch. Dafür können wir nichts. Ja, wir haben euch nur benutzt. Für diese Katze gibt's $100 Belohnung. Und ihr wolltet sie für euch? Ja, aber jetzt nicht mehr. Was heute Nacht bewiesen wurde, ist, dass wir gemeinsam am stärksten sind. Dafür ist es zu spät. Wir haben als ein Team begonnen. Wir wollten alle aus demselben Grund Superhelden sein, um mit unserem Franchise Millionen zu verdienen. Lasst uns wieder ein Team sein. Bin dafür. Leute, kein Civil War mehr. Verbinden wir die Belohnung für die Katze zusammen. Für ein gemeinsames Franchise. Ja, ja, genau. Okay. Aber wir nennen uns Freedom Pals. Freedom Pals. Und, Timmy ist dann der Anführer der Freedom Pals? Also er hat das Sagen? Ja. Na gut, finde ich super. Freedom Pals klingt viel cooler als Kuhn and Friends. Freedom Pals. Freedom Pals, finde ich echt geil. Dann steht's fest. Morgen holen wir uns die Belohnung für Scrambles und kurbeln damit Timmys Franchise-Plan an. Zusammen, Freedom Pals, Sanktion. Aber mit Inklusion. Fuck yeah, Leute, auf geht's.